In unserem heutigen Beitrag analysiert Markus Krall die aktuelle Inflation. Von den Banken über Business bis zu uns Bürgern, alle spüren jetzt die Kosten der falschen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Sie wissen ja, dass ich mehr an die Inkompetenz glaube als an die Verschwörung. Aber die Gelegenheit war natürlich günstig. Die Pandemie, die am Anfang mit sehr wenig Daten zu sehr starken Reaktionen der Politik geführt hat, war eigentlich die Gelegenheit, all die Dinge zu machen, um die Ungleichgewichte zu übertünchen, die man über viele Jahre aufgespart hatte, vor allen Dingen in der Geldpolitik. Die Geldpolitik hat ja in der Tat dazu geführt, dass die Banken innerlich ausgehöhlt sind. Und diese Aushöhlung ist auch nicht weggegangen durch die Ereignisse der letzten 2 Jahre. Aber was man geschafft hat, war, dass man, obwohl die Banken bilanztechnisch ausgehöhlt sind, man darüber einen Schleier aus Geld und im Grunde genommen Bilanztricks gelegt hat. Was hat man gemacht? Man ist hergegangen und hat gesagt, insolvente Unternehmen müssen keine Insolvenz mehr anmelden, also insbesondere in Deutschland. Banken müssen keine Abschreibungen auf ausgefallene Kredite mehr tätigen, sondern können das erstmal zurückstellen, abwarten, was da kommt, bis dann die Krise irgendwann vielleicht vorbei ist. Und so hat man quasi die Zerstörung der Bankbilanzen ja kamoufliert. Und die Gelegenheit, das in dieser besonderen Situation zu machen, die war natürlich günstig. Und dann hat man noch eine dritte Sache gemacht, nämlich man hat das Finanzsystem mit einer Druckbetankung von frischem Geld versehen, ohnegleichen. Wenn Sie sich anschauen, die Zentralbankbilanz der EZB, die Bilanzsumme, also im Prinzip das, was unsere Zentralbankgeldmenge ist, neben der Giralgeldmenge das Hauptaggregat der Geldmengenschöpfung, diese Menge expandierte in diesen 20 Monaten seit Beginn dieser Krise von knapp über 4 Billionen Euro auf jetzt 8,2 Billionen Euro und wächst schnell weiter. Also alleine letzte Woche waren es, oder vorletzte Woche, die Daten sind noch nicht da, aber vorletzte Woche waren es 150 Milliarden frisches Geld in einer Woche. Und das hat natürlich eine Wirkung. Das wirkt über verschiedenste Kanäle. Einmal drückt es weiterhin die Zinsen und sorgt dafür, dass kranke Unternehmen und auch kranke Banken nicht mehr in Schwierigkeiten geraten können, weil es das Kapital nichts mehr kostet. Und zum anderen führt es dazu, dass die Banken etwas tun können, was wir ihnen 2007, 2008 eigentlich abgewöhnen wollten, nämlich zu zocken. Ja, also wenn Sie sich die Bankerfolgsrechnungen anschauen, dann stellen Sie fest, wesentlich besser ist es nicht geworden mit den Zinserträgen, eher schlechter geworden, wie auch schon vor etlichen Jahren in meinen Prognosen vorausgesagt. Das erodiert immer weiter. Trotzdem sind die Bankgewinn- und Verlustrechnungen jetzt ein bisschen schöner als früher. Warum? Weil andere Einnahmen jetzt plötzlich wieder spielen. Und diese Einnahmen sind aber nicht nachhaltig, sondern sie beruhen genau auf dem Geschäftsmodell des Nicht-Commercial Banking, nämlich des Positionsnehmens, des Risikonehmens, das wir eigentlich nicht mehr haben wollten, weil doch der Steuerzahler für die Risiken der Banken am Ende gerade steht. Und so hat man verschiedenste Ventile geschaffen, und ökonomisch zwar nichts repariert, sich aber weiterhin noch Zeit gekauft und natürlich den Banken die Gelegenheit gegeben, sich quasi in Anführungszeichen zwar zu sanieren, aber in Wahrheit sind sie nicht saniert, weil natürlich die Bilanzqualität und die Ertragsqualität durch diese Maßnahmen nicht besser wird. Sie scheint nur besser zu werden. Da entstehen Scheingewinne, so wie 2006 schon mal, 2005, 2006. Unmittelbar vor Beginn der internationalen globalen Finanzkrise hatten wir die höchsten Bankengewinne aller Zeiten, die zumindest ausgewiesen wurden. Und da hieß es ja, das ist ja wirklich super stabil und alles ist toll, nur dass diese Gewinne in Wahrheit gar nicht existiert waren. Das waren Luftbuchungen, das war Funny Money. 2007, als dann die Krise losging, hat man gesehen, jetzt kommen die großen Abschreibungen, jetzt sind nicht nur die Gewinne weg, sondern jetzt sind auch noch die Gelder weg, die man eingesetzt hat, um diese Gewinne zu erwirtschaften. Und der Schaden war dann groß und eben so groß, dass es nicht mehr ohne eine Steuerzahler und ja letzten Endes gelddruckfinanzierte Rettungsorgie ging. Und das werden wir jetzt auch wieder haben, wobei die Inflation, die jetzt einsetzt, natürlich auch das Endgame auch bei den Banken verändert. Die Krise wurde genutzt, um Zeit zu gewinnen. Allerdings ist es so, dass man nicht, also im Verhältnis zu der Frage, ob Inflation kommt, hat man sie nicht wirklich gewonnen. Denn meine Prognose war ja damals, dass die Banken in Schwierigkeiten kommen und man Geld drucken muss, um sie zu retten. Und jetzt hat man gesehen, sie sind in Schwierigkeiten und wir drucken das Geld, aber wir retten sie nicht mit diesem frisch gedruckten Geld, sondern wir retten sie durch Bilanzmanipulation. Und dieses frisch gedruckte Geld, was wir dann trotzdem haben drucken müssen, dient dazu, quasi den Schein aufrechtzuerhalten und möglichst viele eigentlich insolvente Unternehmen vor dem Chaos und vor dem Untergang zu bewahren und gleichzeitig den Menschen durch direkte Hilfen
also im Sinne von Sozialunterstützung und so weiter und Kurzarbeitergeld und ihren Lebensstandard zu erhalten, aber mit frisch gedrucktem Geld. Diesem frisch gedrucktem Geld steht aber nicht in gleicher Menge frisch produzierte Güter gegenüber. Das heißt also, die Güterproduktion ist rückläufig. Das sehen wir auch. Warum ist sie rückläufig? Weil die Teile oft fehlen, weil die globalen Produktions- und Lieferketten zerstört und gestört sind. Sie sind, wie man sagt, desynchronisiert. Sie laufen nicht mehr im Gleichschritt zwischen China und Europa und Amerika. Und diese Tatsache, dass sie nicht mehr im Gleichschritt laufen, führt dazu, dass immer mehr Werke geschlossen werden. Also in der Automobilindustrie sehen Sie, dass weltweit über 40% aller Werke geschlossen sind und Kurzarbeit angemeldet haben. Dort wird nichts mehr produziert, weil irgendwelche Teile fehlen. Irgendwelche Chips fehlen, irgendein Heckschloss fehlt oder ein Sitzbezug. Es kann eine Schraube sein. Also wenn ein Ding fehlt, können Sie ja so ein Fahrzeug nicht ausliefern. Und so geht es nicht nur in der Automobilindustrie, so geht es überall. Das heißt, wir haben jetzt diese gewaltig ansteigenden Mengen an Geld, die die EZB, die Fed, die Bank of Japan eigentlich alle produzieren. Und wir haben gleichzeitig einen Rückgang der Produktion. Und wenn man jetzt sich klar macht, dass dieses Geld, was da gedruckt wird, nachfragewirksam wird. Und es wird nachfragewirksam. Natürlich auch im Zusammenhang jetzt mit dem Ende der Lockdowns. Die Leute gehen wieder raus, sie geben es wieder aus. Die Sparquote geht jetzt wieder von 30% auf 10-15% runter. Das heißt, diese Riesenmenge an gedrucktem Geld wird jetzt nachfragewirksam und trifft auf ein fallendes Angebot an Produkten. Und das Ergebnis von fallendem Angebot und steigender Nachfrage ist nun mal Preissteigerung. Deswegen ist es auch nach meiner Überzeugung eine komplette Irreführung oder Illusion, wenn die EZB heute behauptet, dass diese Inflation nur vorübergehend ist. Vorübergehend wird sie natürlich sein im absoluten Sinne. Alles geht vorbei. Nur die Frage ist, was heißt denn vorübergehend in dem Zusammenhang? Ganz sicher nicht das, was die EZB uns glauben machen. Wir haben jetzt eigentlich den Punkt erreicht, wo die Inflation von den Rändern, wenn Sie so wollen, in die Warenkörbe sich reinfrisst. Wie kann man sich das vorstellen? Zunächst mal hat ja diese riesige Geldmengenproduktion dazu geführt, dass erstmal nur die Assetpreise gestiegen sind. Also die Vermögenswerte sind teurer geworden. Aktien sind gestiegen, Grundstücke sind gestiegen, Häuser sind gestiegen. Also alles, was Sachwerte ist, auch Alternative Assets, die sogenannten, also Oldtimer und ich weiß nicht was, es steigt alles immer weiter, gefüttert von diesem Geld, was erstmal stark in den Anlage- und Spekulationskreislauf eingeschleust worden ist und seinen Weg noch nicht in die reale Güterwirtschaft gefunden hat anfangs. So, jetzt sind wir an einem Punkt, wo auch durch die Störung der Lieferketten es beginnt von diesem Rand aus quasi in die Produktion einzusehen. Und wo sickert es zuerst ein? Bei all den Gütern, die auf funktionierende globale Logistik und Lieferketten angewiesen sind. Bei Rohstoffen, bei Chips, bei Zulieferindustrien und bei all den Gütern, bei denen es sich lohnt, sie zu horten. Und zwar deswegen, weil viele Unternehmen mittlerweile erkannt haben, dass sie gar nicht mehr kalkulieren können. Sie können nicht mehr kalkulieren, weil die Preise für die Güter, die sie einsetzen müssen, zu schnell und zu stark ansteigen. Nehmen Sie die Bauindustrie. Da haben Sie im Bereich Beton eine dreistellige Inflationsrate, also mehr als 100%, eher 200%. Bei Stahl, der eingesetzt wird für Stahlbetonbauten, sieht es genauso aus. Bei Silikon sieht es auch so aus. Bei Kacheln haben Sie Lieferzeiten von 12 Monaten und Preissteigerungen, die kaum noch sozusagen durch Prozentzahlen erfassbar sind. Ja, und so geht es durch und das führt dann dazu, dass die Unternehmen anfangen, auf Vorrat einzukaufen. Das heißt, sie legen sich den Beton, den Sand, das Aluminium, den Stahl, die Chips, sie legen sich alles auf Vorrat hin, die Chemikalien, Kunststoffgranulat und so weiter. Es wird alles auf Vorrat hingelegt von immer mehr Unternehmen. Und diese Hortung führt natürlich zu einer Steigerung der Nachfrage, die auf einen Engpass trifft. So, das bedeutet jetzt, dass die Güter, die diese Unternehmen, die anfangen zu horten, herstellen, auch teurer werden in der Herstellung. Und dass natürlich auch die Dienstleistungen, die in die Produktion einfließen, enorm steigen im Preis. Nehmen Sie beispielsweise Logistik. Ein Container von China nach Europa kostet heute das 15-fache von dem, was er vor einem Jahr gekostet hat. Das 15-fache. Das heißt, wir haben hier 1500% Inflation. Die Transportkosten spielen aber bei vielen Produkten eine nicht unerhebliche Rolle bei der gesamten Preiskalkulation so, dass also jetzt die Sache sich in die Hauptgütergruppen reinfrisst. Was sind diese Hauptgütergruppen? Erstmal, das sind sogenannte Consumer Durables, also beispielsweise Autos, Kühlschränke, Elektronik, Gefrierschrank, Waschmaschine, so alles, was so langlebige Konsumgüter sind. Insbesondere bei Autos sehen wir das, wo wir ja einen Produktionsrückgang durch die stillgelegten Werke weltweit haben und wo wir in Europa und in Amerika jetzt die Preisanstiege sehen. Zuerst im Gebrauchtwagenmarkt, weil der Engpass
führt erstmal dazu, dass die Leute auf den Gebrauchtwagenmarkt ausweichen, wenn die Lieferzeiten zu lang werden im Neuwagenmarkt. Dort sind die Preise um 40+X% gestiegen für Gebrauchtautos. Und im Neuwagenmarkt sehen wir auch Preissteigerungen von 20% und mehr. Und zwar nicht in den Listenpreisen, sondern einfach durch den Wegfall von Rabatten, die man früher gegeben hat. Also die gibt's. Und sie haben natürlich mittlerweile Lieferzeiten von 6, 12, 18 Monaten in vielen Bereichen. So, von hier aus kommt jetzt der nächste Schritt, nämlich es frisst sich in Rohstoff- und Zwischenproduktsbereiche rein, die dann in den Konsumentenpreisindex einfließen. Das bedeutet, wir reden beispielsweise über Verpackungsmaterialien. Lebensmittelverpackungsmaterialien haben aktuell eine Inflationsrate von 200%. Jetzt sagt man, na gut, so viel kann es nicht sein, aber die meisten Leute werden überrascht, wenn sie hören, dass die Verpackung einen nicht unerheblichen Teil des Gesamtpreises eines Lebensmittels ausmacht, die sie im Supermarkt einkaufen. Unsere gesamte moderne Logistik und die Möglichkeit, diese Riesenauswahl an unterschiedlichsten Lebensmitteln in der Fläche an so viele Menschen zu verteilen, ist nicht zuletzt dem Umstand geschuldet, dass wir beim Thema Verpackung immer, wie soll ich sagen, more sophisticated, also immer besser geworden sind. Aber das kostet natürlich auch. Und die Unternehmen sehen das nur deswegen, also die Retail-Unternehmen, die Lebensmittelmärkte etc., die sehen das nur deswegen jetzt noch nicht so stark, weil sie mit ihren Lieferanten langfristige Lieferverträge haben. Die werden dann so alle 6, 9, 12 Monate werden die erneuert. Und diese gestiegenen Kosten, die gehen im Moment noch nicht in die Preise, also fließen noch nicht an den Konsumenten, sondern die führen zu Verlusten bei den Lieferanten. Ja, also dort gehen sie in die Gewinn- und Verlustrechnung. Aber in der nächsten Phase, wenn die Verträge neu verhandelt werden, dann werden die ganzen Unternehmen sagen, nee, also ich kann ja diese Verluste nicht auf Dauer hinnehmen. Ich muss die jetzt an meinen Abnehmer, den Supermarkt, muss ich die überwälzen. Und der Supermarkt überwälzt es natürlich an wen? An Sie und mich, also an den Konsumenten. So frisst sich von außen nach innen quasi die Inflation von den Rändern des Asset Managements quasi bis auf den Frühstücksteller. An dem Punkt sind wir jetzt. Deswegen sehen wir in Deutschland eine aktuelle Inflationsrate von 4%. Und die wird nach meiner Überzeugung sprunghaft und schnell ansteigen. Also nicht so, dass man sagt, jeden Monat 1% mehr, sondern die verharrt dann mal eine Weile auf 4%, dann springt sie mal auf 6, dann verharrt sie da wieder eine Weile, dann springt sie auf 7 oder 8. Also wir werden eine sehr volatile Inflationslage erleben. Und zwar deswegen, weil die Natur dieses Hineinfressens quasi in Blöcken erfolgt, von ganz bestimmten Rohstoffen und Zwischenprodukten ausgehend. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen gefallen. Bitte unterstützen Sie unseren Kanal hier bei YouTube, indem Sie dieses Video liken. Wir veröffentlichen täglich einen neuen Beitrag. Abonnieren Sie daher unbedingt unseren Kanal und betätigen Sie auch die Glocke, um keinen neuen Beitrag zu verpassen. Ihr Team von Finanztalk TV.